In den vorangegangenen Shadowloader-Versionen, also der Stable und der Nightly-Version, war es immer möglich, die Download-Liste zu sortieren mit Pfeilen, die ho hier oben angezeigt worden sind. Da hat man vier Stück gehabt, eins nach oben, eins nach unten oder ganz an den Anfang oder ganz an den Ende ans Ende stellen. Wer diese Pfeile vermisst, der kann die ganz einfach nachrüsten, indem man einfach in der Beta hier auf Einstellungen geht. Dann auf die Profi-Einstellungen, da kommt dann ein Dialog, den bestätigt ihr. Und dann sucht ihr hier oben, gebt ihr hier oben Show Move ein. Dann kommen diese vier Werte und die könnt ihr einfach anhaken. Und entweder sind die gleich da oder wir müssen neu starten. Ja, sieht nach einem Neustart aus. Starten wir Shader Loader mal neu. So, jetzt ist Shader Loader neu gestartet und hier rechts unten seht ihr genau die Pfeile, die waren zwar vorher hier oben. Aber es soll nicht weiter stören, die Funktionalität ist noch genau die gleiche.